Schönen guten Abend, YouTube. Oder guten Morgen. Oder guten Mittag, je nachdem, was ihr für eine Uhrzeit habt. Ich bin wieder in Skyrim. Ich habe jetzt vor kurzem ein zweites Let's Play angefangen. Nämlich Star Wars, die Force Unleashed. Guckt es euch mal an, wenn ihr wollt. Ist auf meinem Kanal. Ist ein klasse Let's Play, glaube ich, hoffe ich mal. Aber das Spiel ist auf jeden Fall klasse. Solltet ihr euch mal ansehen, ist ein Blick wert. Balgruuf gibt uns keine klare Antwort. Irgendjemand hat mir geschrieben, dass es so einen coolen Schlangenstein gibt. Den hätte ich nämlich gerne. Und dafür soll ich dieses Quest hier machen. Nur Dummköpfe oder Helden nähern sich einem Jarl ungefragt. Kenne ich euch? Ich glaube, wir kennen uns schon. Wirklich? Ach ja, ihr wart in Helgen bei uns. Für den Richtblock bestimmt, wenn ich mich nicht irre. Ich habe Ralof bei der Flucht geholfen. Er hat gesagt, er würde für mich bürgen. Ralof lebt? Ich hoffe, das stimmt. Er ist ein verdammt guter Mann. Aber er ist noch nicht zurückgekehrt, also muss ich auf seinen Bericht warten. Sprecht derweil mit Galmar. Ich bin immer auf der Suche nach fähigen Kämpfern. Nicht jeder kann von sich behaupten, dass er es heil aus Helgen hinausgeschafft hat. Es scheint, als seien wir alle heutzutage Schurken. Solange eure kriminelle Vergangenheit auch Vergangenheit bleibt und ihr ehrenvoll und loyal für mich kämpft, seid ihr bei uns willkommen. Und was soll ich eurer Meinung nach tun? Ja gut, dann müssen wir mit dem sprechen. Helgen, ja? Ulfric hat uns deine wilde Geschichte erzählt. Wenn ihr das alles überstanden habt, kann ich euch wohl doch gebrauchen. Doch zuerst verratet mir, warum will eine Katze für Himmelsrang kämpfen? Eine Katze? Ich möchte gegen das Kaiserreich kämpfen. Ich würde alles dafür tun. Daran gibt es nichts auszusetzen. Solange ihr das Kaiserreich so sehr hasst wie ich, kann ich damit leben. Cool. Deshalb bin ich hier. Ich möchte mich euch anschließen. Na schön. Ich kann euch aber erst einsetzen, wenn ich weiß, wie viel ihr einstecken könnt. Ich habe eine kleine Prüfung für euch vorbereitet. Ich mache alles, was ihr von mir verlangt. Das höre ich gerne. Sofern ihr diese Worte auch mit Stahl bestätigen könnt. Klar. Ich schicke euch auf die Schlangensteininsel. Wenn ihr überlebt, habt ihr bestanden. Wenn ihr sterbt, nun, dann hättet ihr mir sowieso nichts genützt. Schlangensteininsel. Hört sich nach Schlangenstein an. Was ist bei der Schlangensteininsel? Dort beweisen Männer seit Generationen, aus welchem Holz sie geschnitzt sind. Die Altvorderen haben dort eine merkwürdige Felsformation errichtet. Irgendetwas an diesem Ort zieht die Eisgeister an. Vielleicht Schlangenstein? Ich habe dort draußen einen Eisgeist. Und ihr habt mir nichts mehr zu beweisen. Nice. Ich werde diesen Eisgeist töten. Ich bin bald wieder zurück. Das werden wir ja noch sehen. Jupp. Yep. Das weiß er. Sie... Weit weg. Wir wissen es. Wie lange werdet ihr warten? Kennen wir uns, ich den Schlangenstein noch nicht gefunden habe. Wo muss ich denn hin dafür? Ja, ich gehe mal zum Gesellenwinkel. Von da aus müsste es gut gehen. Zu Waffenträger hatte ich momentan. Genau. So ist gut. Und ab zum Schlangenstein. Ich habe mir wieder was ausgedacht, worüber man gut reden könnte. Und ich bin in letzter Zeit auch viel aktiver geworden auf YouTube. Sonst hätte ich mit YouTube direkt mit YouTube. Oh, lebst du noch, Pferd? Verdammt, ich. Auto, Windhelm? Okay. So viel dazu. Ich glaube, ich sollte nicht mehr runterreiten. Ich glaube, mein armes Pferd ist da soeben krepiert. Wie gesagt, jetzt, wo ich mich
seit längerer Zeit auf YouTube rumtreibe, ist mir etwas aufgefallen. Also mir sind viele Sachen aufgefallen, aber eins, was mich irgendwie wundert. Irgendwie, ich speichere mal ab, bevor was wieder passiert, findet es jeder cool, auf Justin Bieber rumzuhacken. Ihr wisst doch, Justin Bieber, dieser komische Typ aus Amerika. Irgendwie schon verständlich. Ich weiß nicht, der Typ hat irgendwie nichts. Ich finde, der steht mit mehr vergleichen Stelle wie Tokyo Hotel. Nur, dass der sich nicht so albern benimmt. Was ist denn da los? Der ist nicht so... Der hat wenigstens eine vernünftige Frisur. Mann. Mann, die hält ja gar nichts aus. Also wie gesagt, der singt segend schlecht. Also finde ich, der macht keine gute Musik. Und naja, der hat Geld und ich kann schon verstehen, warum viele eifersüchtig sind auf den Typen. Aber warum? Es gibt so viele Leute, die ihr Geld nicht verdient haben. Es gibt so viele Idioten da draußen, die Geld mit Scheiße machen. Und auf den wird nicht so rumgehackt. Warum ausgerechnet der? Also ich kann nicht verstehen. Jedes zweite Video ist über diesen Typen. Wie kann man jemanden, den man nicht leiden kann, so viel Aufmerksamkeit widmen? Jetzt ernsthaft. Wieso? Also wenn ihr die Antwort kennt, schreibt sie in die Kommentare. Ich würde mich darüber freuen. Ich tue zuerst den Weißen, der sieht stärker aus. Oh, ich sammle wieder... Ach, da ist ja schon der Stein. Das trage ich eigentlich zur Zeit für eine Rüstung. Ja, die Nachtigallenrüstung. Ich habe ja auch wieder einen neuen Fan bekommen. Vielen Dank, dass du mir Let's Play guckst. Der meint, dass ich unbedingt die Nachtigallenrüstung anziehen soll, weil die verdammt gut aussieht. Cool, ich bin Eisschollenjumper. Und... Puh. Ja, jetzt habe ich's an. Die Handschuhe werde ich von der Dr. Botschaft wahrscheinlich erstmal anlassen. Oder vielleicht wechsle ich die auch nochmal. Mal sehen, ich kämpfe mal wieder. Ich versuche die Nachtigallenhandschuhe. Wenn ich die im Upgrade habe irgendwann. Guck mal, wie sich mit denen kämpft. Und dann sehe ich weiter. Er meinte mir... Also er meinte, dass wenn man... die ein komplettes Rüstungsset trägt, also Handschuhe, auf jeden Fall alles, also ein komplettes Set trägt, würde sich der Rüstungswert erhöhen. Ich habe mal so ein Attribut gesehen, auf was man skillen kann, aber ist das auch ohne Attribut so? Ach, das Viecher. Einmal pro Tag Fernkampfangriff auf seinen Gegner verspritzen. Hört sich doch ganz lustig an. Toll, das soll eine Schlange sein. Das hat für 4 Sterne. Sonstiges... Nee. Mann. Magie. Gut, wo ist es denn? Kräfte. Naja, ob das jetzt so toll ist? Ja, diese Nachtsicht finde ich auch nicht so berauschend. Ich kann eigentlich genauso gut sehen. Egal, probiere ich mal dieses Schlangendings aus. Was heißt denn das Ding? Toll, der Schlangenstein. Und was bist du für ein Viech? Ich speichere nochmal.
Toll. Das war's jetzt? Und diesen... Das kann ich einmal im Tag einsetzen? Naja. Kann vielleicht im Kampf ganz hilfreich sein, aber sonst... So, beim Endboss oder so. Naja, egal. Besser als das, was ich vorher hatte. Diese 25% auf Magika und Dingens. Sind auch nicht so toll. Warum verschwenden wir doch gleich Zeit und schwindende Reserven, um einer Legende hinterher zu jagen? Wir wissen ja nicht einmal, ob sie überhaupt existiert. Hi. Ihr lebt. Dann schulde ich Ulfric einen Met. Ich muss gestehen, ich hatte nicht erwartet, euch noch einmal zu sehen. Pech für dich. Ich habe euch falsch eingeschätzt. Ihr habt eindeutig das Zeug zum Sturmmantel. Wir sollten die Sache jetzt amtlich machen. Seid ihr bereit, euren Eid abzulegen? Reicht es nicht, dass ich kaiserlich bekämpfen möchte? Ihr könnt einen Kaiserlichen euer Schwert in den Leib rammen, wann immer ihr wollt. Das macht euch aber noch lange nicht zu einem Sturmmantel. Tja. Wir kämpfen nicht nur gegen die Kaiserlichen. Wir kämpfen, um Himmelsrand zu alter Pracht zu verhelfen. Um dem Land den König zu geben, den es verdient. Ja gut, ich bin bereit, meinen Schwur zu leisten. Das ist die richtige Einstellung. Wenn ihr diesen Eid ablegt, werdet ihr einer von uns. Ein Held des Volkes. Ein wahrer Sohn Himmelsrands. Ein Sturmmantel. Sprecht mir nach. Ich schwöre, mein Blut und meine Ehre in den Dienst von Ulfric Sturmmantel zu stellen. Ich schwöre, mein Blut und meine Ehre in den Dienst von Ulfric Sturmmantel zu stellen. Jarl von Windhelm und wahrer Großkönig von Himmelsrand. Jarl von Windhelm und wahrer Großkönig von Himmelsrand. Talos sei mein Zeuge. Möge mich dieser Eid binden, bis in den Tod und darüber hinaus. Talos sei mein Zeuge. Möge ich mich dieser Eid binden, bis in den Tod und darüber hinaus. An meinen Herrn, wie an meine Waffenbrüder und Schwestern. An meinen Herrn, wie an meine Waffenbrüder und Schwestern. Ruhm und Ehre den Sturmmänteln, den wahren Söhnen und Töchtern von Himmelsrand. Ruhm und Ehre den Sturmmänteln, den wahren Söhnen und Töchtern von Himmelsrand. Ihr seid jetzt einer von uns. Also dürft ihr mit mir auf eine kleine Reise gehen. Ach ja, hier. Da ihr nun zu den Sturmmänteln gehört, solltet ihr euch auch dementsprechend kleiden. Nee. Die Jarl sind verärgert. Sie unterstützen euch nicht alle. Die Jarl sollen verdammt sein. Wie lautet die Mission? Ich habe die letzte Ruhestätte der Zackenkrone gefunden. Mit großer Wahrscheinlichkeit jedenfalls. Ist das nicht unglaublich? Unser Ziel ist Corvan Yund. Sollte der alte König Borgas tatsächlich dort begraben sein, müssen wir mit Problemen rechnen. Eure Sturmmantelbrüder sammeln sich bereits vor dem Grab. Wir treffen uns dort, sobald ich hier alles erledigt habe. Cool. Sie verlangen die Volksversammlung. Und die Volksversammlung soll auch verdammt sein. Ich frag mich, gegen was dieser Schlangenstein alles so hilft. Also wie viel Schaden er macht, so gegen normale Gegner. Das ist ja gar nichts. Wie fliegt denn das? Fliegt das? Ihr wölfisches Grinsen macht mich etwas nervös. Okay, das fliegt ganz geradeaus. Okay. Brauche ich das ja nicht noch da drin? Fragment von Wutrad. Ich habe noch so viel zu tun. Ich möchte das hier machen. Das Horn von Jorgen Windrufer. Leider wurde ich schon hier gespoilert. Ich weiß leider dieses Quest, oder ich weiß, wie es ablaufen wird. Aber ich versuche mal überrascht zu tun.
Außerdem habe ich noch was überlegt. Es gibt... ihr erinnert euch bestimmt noch an das Quest, wo ich den Kaiser töten musste. Als Feinschmecker. Aber das nur ein gefälschter Kaiser war. Was geht hier ab? Sind das alles Banditen? Was war's jetzt? Und dafür habe ich jetzt meine coole Fähigkeit verbraucht. Ja, so gut ist dieser Schlangenschein ja nicht. Einmal am Tag ist echt ein bisschen arg wenig. Wenn das Mana kosten würde, dann wäre es eine coole Fähigkeit, aber so. Ab nach Ostengrad. Wo bin ich? Hier bin ich auch richtig. Ja, bin ich. Janessa ist auch bei mir. Das freut mich. Vielleicht gebe ich ihr die Rüstung der dunklen Bruderschaft. Eure Lakaien sind langsamer als Argonia in einem Eissturm. Ihr könnt euch gern eine Hacke nehmen und ihnen helfen. Ich ziehe es vor, mir nicht durch Arbeit die Hände schmutzig zu machen. Nichts war das. Mann, stirbt die schnell. Ist ja unmöglich, wie schnell die stirbt. Ich versuche mal was Lustiges. Wo ist denn das jetzt? Ups, die habe ich glaube ich gesehen. Wo ist die hin? Boah! Boah, macht nicht Schaden. Ja gut, dann nehme ich ja meine andere Waffe. Wo ist sie denn? Da ist sie. Eure Lakaien sind langsamer als Argonia in einem Eissturm. Ihr könnt euch gern eine Hacke nehmen und ihnen helfen. Ja, beruhig dich mal. Ich ziehe es vor, mir nicht die Arbeit, die Hände schmutzig zu machen. Jetzt nur noch du. What the fuck? Ach so, die war wahrscheinlich wiederbelebt. Und genau, und deswegen so ein ständiger Wiederbelebt. Versprecher heute, aber so ein ständiger Wiederbelebungszauber. Ich spüre den Quillen der Geister. Wir sind hier nicht willkommen. Tja, da spürst du mehr als ich. Ich spüre gar nichts. Einfach mal weiter hier runter. Schutzgeist brauche ich nicht. Ui, es geht nie ab. Ist das alles, was ihr könnt? Das mache ich am besten so. Und die lassen sich gegenseitig totschlagen da hinten. Ach, was machst du denn da schon wieder? Toll. Nicht mit mir. Und jetzt stich. Und zack und zack. Des Eises. Und du. Auch des Eises. Okay. Die waren zu mächtig, also ist das fehlgeschlagen. Wo muss ich lang?
Wo muss ich lang? Wie komme ich hier raus? Wo komme ich hier rein? Fallen doch schon die Grabsteine. Hallo. Der Gegenstand ist nicht ausreichend geladen. Dann ändern wir das mal. Was? Nein! Toll. Waffen. Naja. Können wir eigentlich auch so von hinten machen? Nee, nicht wirklich. Na, ist er blind? Und warum schlage ich mir daneben? Nicht mit mir, Kerlchen. Don't mess up with the king. Wo bin ich hier? Oh, eine Truhe. Ach ja, genau, bevor ich es vergesse. Jemand meinte, ich sollte diese andere Pfeile auf dem Rücken nehmen, die würden besser aussehen. Da ich so selten mit dem Bogen schieße, kann ich auch mal die stärkeren Pfeile nehmen. Hustengrab. Tiefengewölbe. Und wo lang? Wo lang muss ich? Da habe ich doch jemanden laufen. Na, ah, hier ist er ja. Ne? Oh, ist krank. Was für ein Anblick. Ja, das tut gar nicht mal so unrecht. Obwohl du das ziemlich oft sagst. Aber was auch immer. Es scheint auch, dass ich wieder neue Abonnenten dazu gewonnen hätte und ziemlich treu diesmal. Ich werde wieder regelmäßig Kommentare hinterlassen. Letztens, als ich mein E-Mail-Postfach geöffnet habe, hatte ich in einem Tag 23 neue Kommentare. Finde ich klasse. Weiter so. Weil ich glaube... Mann. Mann, steh doch auf. Ich glaube, wenn man viele Kommentare hat, und natürlich viele Daumen hoch, könnt ihr dir auch mal öfters mal geben, also einen schönen Daumen hoch. Ja, oder Daumen runter, ob es euch gefallen hat oder nicht. Eure Entscheidung. Aber durch solche Kommentare wird man besser gelistet. Das heißt halt, wenn jemand Skyrim eingibt, oder Skyrim Let's Play, dann ist die Chance, was ist das denn hier? Ja, dann ist die Chance, dass er mich als Ersten ganz oben in der Liste finden wird, sehr gering. Das liegt einfach daran, dass ich noch sehr unbekannt bin. Aber ich glaube, mit halt vielen Kommentaren, vielen Daumen hoch, viele Views, taucht man in dieser Liste immer weiter oben auf. Und das erhöht natürlich meinen Bekanntheitsgrad. Das finde ich immer klasse, sowas. Momentan habe ich ja noch extrem wenige Views. Wobei ich damit klarkomme. Die Views sind momentan nicht wichtig. Ich möchte im Moment eher eine Grundlage an Abonnenten haben. Das finde ich immer toll. Sowas. Cool, ist da hinten irgendwas? Hm.
Ich speichere hier erstmal. Objekte? Nein, nicht Objekte, Magie. Schreie. Wirbelsprint. Cool, ich hab's geschafft. Nochmal speichern. Und daneben gesprungen. Gut, dann warte ich jetzt hier, bis das abgekühlt ist und ich wieder darüber wulden kann. Und jetzt nochmal. Wuld. Nochmal speichern. So, und jetzt? Was habe ich denn hier so Tolles? Naja, ob das jetzt so, sich jetzt so gelohnt hat. Tja, ach, ein Seelenstein, dachte ich mir doch. Ob das sich jetzt so gelohnt hat? Schreie, nicht wieder mein Todeszeichen, das habe ich immer sehr gerne. Okay, jetzt widmen wir uns den Gegner da unten. Hä? Ah, gut, sagen wir mal, ich darf nicht ziehen. Habe ich mich jetzt einfach an den vorbeigeschlichen und die auch? Naja, ich habe ihr gute Schleichfähigkeiten gegeben. Ich habe alles geupgradet von ihr. So, dass sie nicht mehr so leicht zu entdecken ist und nicht mehr verrät. Und jetzt ohne Unsichtbarkeit die einfach passen. Ist die Waffe schon wieder leer? Ich glaub's ja nicht. Nein! Warum niemand R fallen lassen muss? Kann es nicht eine andere Taste sein? Ich merke auch wieder, dass ich wahrscheinlich wieder in meinen großen Seelenstein nur gewöhnliche Seelen drin habe. Was mir nicht gefällt. Cool. Muss ich lang hier? Ach so, also doch da hinten lang. Oh, ich Idiot. Puh, und dann geht's hier lang, oder? Bin ich richtig hier? Nee, oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube, hier komme ich her. Nee, doch nicht. Ach, ich sehe ihn aber auch überhaupt nicht. Sind die unaufmerksam? Ach, ich merke schon. Den Trick kenne ich schon, was man hier machen muss. Magie, Schreie, Wirbelsprint. Speichern und durchrennen. Zack. Und nochmal speichern, wieder Schreie, Todeszeichen. Du sagst es, Janessa. Oh, sind diese Feuerplatten? Ich hoffe nicht. Die nerven nämlich stark. Ich hasse diese Feuerplatten. Schade, die es nicht wissen. Seht ihr das da oben? Seht ihr sie? Das ist die Mutterspinne. Ja, wie gesagt, ich habe das schon mal gesehen im anderen Let's Play. Einem sehr guten LP von Divito LP. Kommt die jetzt runter? Dann muss ich die runterholen. Ach, die kommt schon von alleine. Ne? Und sie stirbt von alleine.
Eine riesige Frostmistspinne. Ist aber echt friedlich. Oh, was ist denn hier? Eine riesige Truhe. Was passiert da? Oh, was passiert hier wohl? Ich habe es noch nie gesehen, was hier passiert. Und was ist das? Hier sollte doch ein Horn sein. Und hier ist nur eine rätselhafte Notiz. Wie kann das sein? Coole Truhe. Und Gold. Und noch mehr Gold. Und noch mehr Truhe. Friedrich Gold. Himmlische Vulkan, Glas, Streit, Axt. Ich bin damit. Und sollen wir jetzt wohl hier lang? Ne? Ja, dachte ich mir noch. Hier ist es auch gerade relativ spät. Wir haben jetzt glaube ich 11 Uhr ungefähr. Wir haben jetzt gerade keine Uhr zur Hand, aber wir müssen jetzt ungefähr 11 haben. Also abends, 23 Uhr. Das ist eigentlich das erste Mal, dass ich so spät aufnehme. Im Regelfall nehme ich immer so um 7 Uhr auf. Zu meinen Upload-Zeiten. Es ist leider so, dass ich halt keinen wirklich geregelten Tagesablauf habe.